Herzlich willkommen zur Session der Raumentwicklungsprozess als Kommunikationsanlass, Transformation gemeinsam gestalten. Ich freue mich, dass so viele trotz der Zeit immer noch dabei sind und falls es irgendwelche Fragen gibt, gerne den Chat nutzen und ich übergebe hiermit an Julius. Ja, danke schön. Wir freuen uns auch, dass einige von euch, von Ihnen, den Weg heute am Freitagnachmittag zu uns gefunden haben, um mit uns über Lehr-Lernraumentwicklung zu sprechen. Wir, das ist Christos Chansaras, Architekt an der TU München, und er leitet dort oder ist dort Managing Director des Venture Lab Build Environment. Dann ist Christina Schwalbe da, Bildungswissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Sie leitet dort das Büro für digitale Lehre der Fakultät für Erziehungswissenschaften. Und ich bin Julius Ottmar, von Haus aus Medienwissenschaftler. Und ich leite das Projekthaus an der TU Braunschweig. Und wir haben noch Alexis mit da, die heute dankenswerterweise für uns die Moderation übernimmt. Wir drei haben uns zusammengefunden oder uns kennengelernt über eine Ausschreibung des Stifterverbands, die eine Community of Practice zum Thema zukunftsorientierte Lernräume eingesetzt haben. Dort wurden Trios gebildet oder es haben sich Trios gefunden, die sich komplementär ergänzen in ihren Kompetenzen, eine Challenge besprechen zum Lernen, zur Lehr-Lernraumentwicklung, die eine der drei Personen mitgebracht hat. Bei uns ist das Christina, die eine Herausforderung an der Universität Hamburg hat, und auf den Erfahrungen, die wir da zu dritt gemacht haben, bauen wir heute auf, werden das ein Stück weit vorstellen, und Christina fängt an mit der Vorstellung der Challenge aus Hamburg. Ja, danke schön, Julius. Ich möchte einmal ganz kurz, damit wir überhaupt wissen, über was wir reden, vorstellen, was wir als Projekt an der Uni Hamburg geplant haben bzw. entwickelt und durchführen. Wir entwickeln auf einer Fläche von 350 Quadratmeter einen offenen Lehr-Lernraum in Form einer Lehr-Lernlandschaft oder einer Lernlandschaft. Und innerhalb dieser Lernlandschaft haben wir ganz unterschiedliche Zonen geplant, die mehr oder weniger stark voneinander getrennt sind, in denen wir ermöglichen wollen, unterschiedliche Formen der Interaktionen durchzuführen, auszuprobieren, zu reflektieren, und zwar von Workshops, so ein bisschen im Sinne von Design Thinking Prozessen, um ein Denken mit den Händen zu befördern, über Austausch von Ideen, auch mit sehr viel Interaktion und sehr viel Bewegung, aber auch Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten in sogenannte analoge Breakout-Bereiche, und auch Input- und Diskursphasen. Ganz wichtig bei dem Raum: der Raum selber ist so geplant, er hat kein Vorne. Er hat natürlich eine Struktur und er hat Zonen. Er ist aber vollständig lernendenzentriert gedacht und er ist modular nutzbar. Und das Zweite, was an diesem Raum wirklich wichtig ist: er soll nicht nur Möglichkeiten bieten, sondern er soll vor allem durch seine Atmosphäre dazu einladen, Neues auch auszuprobieren und vor allem zeitgemäße Formen von Lehren und Lernen zu erproben und zu reflektieren. Und wie gesagt, ich stamme aus der Erziehungswissenschaft, das Ganze vor dem Hintergrund der Lehrkräftebildung. Wir haben also eine zentrale Frage: Wie kann das zeitgemäße Lehren und Lernen in der Schule eigentlich aussehen? Welche Rolle spielt dabei eigentlich der Raum? Und wie kann man das in die Lehrkräftebildung bringen und das da auch bearbeiten? Das heißt, wir haben ein Projekt, bei dem es um einen Raum geht, aber eben nicht nur um den Raum, nicht nur um die digitale Lernlandschaft, sondern ganz viel auch darum zu bestimmen, was ist denn eigentlich der Zweck des Raumes, was ist das Ziel, um was geht es denn eigentlich? Es geht um die Entwicklung zukunftsfähiger Ideen. Und wir haben viele Diskussionsprozesse gehabt mit Lehrenden und die architektonische Perspektive, die reinkam, war sehr fruchtbar und das waren sehr intensive Diskussionen. Und aus diesen Erfahrungen in dem Diskussionsprozess haben wir ein Ergebnis mitgebracht, das wir gerne vorstellen wollen, und zwar unter dem Titel Das Agile Campus Manifesto. Und hört ihr mich? Ja, Ja, es danke. rauscht hier. Bei mir rauscht es plötzlich. Durch die Beschäftigung mit dem Raum und die Gespräche, die wir mit den verschiedenen Stakeholdern, Bildungswissenschaftlern geführt haben, haben wir gemerkt, dass der Raum nicht nur in seiner Funktion jetzt, um die Lehre zu vermitteln, interessant ist, sondern auch darüber zu sprechen, wie wir lernen wollen und wie wir das dann auch weiterentwickeln. Und der Raum dann in eine fast ein Medium wird, um die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Und die Überlegungen, die wir davon abgeleitet haben: Was wäre, wenn wir diesen Prozess noch stärker integrieren würden in unsere Lehrkonzeptentwicklung, wenn wir diesen Prozess über Raum nachzudenken, mit Raum zu denken,
stärker in die Hochschulentwicklung beziehungsweise in die Inhaltsentwicklung von der Didaktik dann mit integrieren. Und so sind wir zum Agile Campus Manifesto gekommen, um dann eine Kultur zu fördern, die die Lehr- und Raumentwicklung als zusammengehörig betrachtet, dass sie integriert sind, also nicht in einer Abfolge linear, man macht erst das Lehrkonzept und dann den Raum, sondern das entwickelt sich beides miteinander und profitiert von der Diskussion miteinander und dass das auch eine agile Komponente hat, dass man Raumentwicklung und auch die Lehrentwicklung nicht immer als komplett fix ansieht, sondern sie auch als veränderbar sieht und wirklich nur als eine Momentaufnahme. Und das Manifest geht in die Richtung, dass wir sagen, Campusflächen, Campus oder zukünftige Lernräume sollten mehr als eine Software betrachtet werden, als eine unverrückbare Hardware, die ständig verändert, überdacht und neu entwickelt und getestet werden kann und auch abgedatet werden kann. Und da die Referenz zum agilen Manifest, das in den 2000er Jahren entwickelt wurde von der Softwareentwicklung, das zu übertragen auf die Campus, die räumliche Campusentwicklung und damit für eine größere Agilität, Kommunikation und größeren Austausch zu sorgen. Und Thesen aus diesem Manifest möchten wir euch jetzt vorstellen. Julius, bei dir das Mikro noch? Ich bin jetzt unmuted, hört ihr mich? Ja. Okay, wunderbar, sorry. Die erste These knapp vorgestellt, etwas zugespitzt, ist Embrace the Dialogue. Setzen Sie auf Dialog, umarmen Sie den Dialog. Was meint das? Vielleicht kennen Sie das, Sie wollen Lehre machen, Sie haben eine tolle Idee, meinetwegen für kooperative Lehrformate und kommen in den Ihnen zugewiesenen Hörsaal und stellen fest, okay, der hat nicht die Atmosphäre, der hat nicht die Ausstattung, das klappt alles so nicht, wie ich mir das gedacht habe und fragen sich dann vielleicht etwas resigniert, warum wird das eigentlich nicht besprochen? Warum wird an unserer Hochschule über alles gesprochen, aber nicht über Ausgestaltung von Lehr-Lernen? Räumen und wie werden die eigentlich entwickelt? Irgendwie passt das, so könnte eine Wahrnehmung sein, hinter dem Rücken der beteiligten Lehrenden und Studierenden und zumindest im deutschsprachigen Raum irgendwie immer gleich ansteigendes Publikum vorne im Podium, Beamer oder Tafel und alle Blicke ausgerichtet auf einen theoretisch Vorlesenden. Embrace the Dialogue meint, dass Sie die Frage nach Lehrraumgestaltung frontal angehen sollten, aber gerade eben nicht allein. Es meint, dass Sie aktiv in Kontakt und in Austausch treten, in vertikalen Verknüpfungen durch viele beteiligte Gruppen von Architektur bis Studierende, aber eben auch horizontal mit Personen, die vielleicht in der gleichen Rolle wie Sie an einem anderen Ort, in der gleichen Hochschule vor der gleichen Herausforderung stehen. Warum ist das wichtig? Warum sagen wir, umarm den Dialog und nicht werde konkret und entwickle einen Raum. Warum schon wieder reden statt machen? Wir stellen den Dialog in den Vordergrund, weil wir davon ausgehen, dass Lehrraumentwicklung zahlreiche Hürden hat in der Finanzierung, in der Realisierung, in der Langläufigkeit, in den Kapazitäten und so weiter. Ist damit nicht nur schwierig, sondern auch anstrengend. Und wenn man das allein macht, ist es umso anstrengender, unserer Meinung nach fast nicht möglich. Und positiv formuliert, Lehrraumgestaltung kann nicht Randthema sein, sondern es muss mehr sein als ein Thema, was einzelne Lehrende beschäftigt und auch mehr sein als ein Thema, was nur das Gebäudemanagement beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass ein Sprung möglich ist im Dialog miteinander von der Beschäftigung mit einzelnen Lehrräumen hin zum Kern dessen, was Lehre sein kann an einer Hochschule und damit auch vielleicht ein Weg zu den Tales of Tomorrow ihrer eigenen Hochschule. Und damit auch bisherige Strategien, die sehr viel mit Platzhaltern, die forschungsorientiert arbeitet, überwinden kann. Wir versuchen in unserem Ansatz auch zu fragen, wie werde ich konkret, das ganz kurz angeteased, Embrace the Dialogue, konkret könnte sein, dass Sie sich mit dem Thema Stakeholder Mapping beschäftigen und sich angucken, wer ist eigentlich wichtig für dieses Thema, wer hat Einfluss, aber wer hat auch Interesse, das einmal mappen und dann versuchen, die Leute zusammenzubekommen und das idealerweise gleich in einem Raum, der etwas mit dem Thema zu tun hat, an dem man sich dann vielleicht auch ein bisschen abarbeiten kann. Das als erster Einstieg in unsere erste These. Wir gehen gleich zur zweiten über, aber wir haben eine kleine Abstimmung vorbereitet, die ich mal kurz freigebe mit der Bitte einer kurzen Rückmeldung, ob
diese These etwas ist, bei dem Sie sagen, das sollte integraler Bestandteil in der Lehrraumentwicklung sein. Ja, prima, vielen Dank. Ich sehe gerade 10 eingereichte Ja-Stimmen. Ich würde an dieser Stelle einmal die Abstimmung stoppen und zur zweiten These überleiten, die Christina macht. Genau, ich übernehme mal die zweite These, die für mich tatsächlich sehr stark an das geknüpft ist, was wir ursprünglich... Hier rauscht das Mikrofon sehr. Entschuldigung, ist das jetzt besser? Ja, jetzt klingt es besser. Gut. Ich fange einfach nochmal an mit der zweiten These. Die haben wir Design a System genannt. Das ist die These, die mir tatsächlich sehr stark am Herzen hängt, weil ich finde, das ist genau die These, die den Kern dieses Projektes, was wir an der Uni Hamburg durchführen, ausmacht. Das heißt, ich habe es ja gerade eben schon gesagt bei der Kurzvorstellung des Projektes, wir entwickeln eben nicht nur einen Raum, sondern wir versuchen, einen Raum zu entwickeln und gleichzeitig aber auch zukunftsorientierte Formen von Lehren und Lernen zu entwickeln. Das heißt, wir gehen in genau diesen Dialog, was ist der Raum, was ist die Geschichte des Raumes, was macht ihr in diesem Raum, wie beeinflusst ihr den Raum, was braucht ihr von diesem Raum, aber wie kann der Raum am Ende auch uns und das, was da drin passiert, die Interaktionsformen, die Kommunikationsformen beeinflussen. Das heißt, ein Raum ist immer auch ein Kommunikationssystem, es ist ein Interaktionssystem und vor allem es ist ein Möglichkeitsraum. Mit Design a System ist gemeint, eine systemische Haltung und systemische Denkweise einzunehmen, wenn man auf Raum guckt. Und systemisches Denken bedeutet immer auch Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder auf Lernräume gucken, ist das genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir müssen über die Wechselwirkung sprechen zwischen dem Raum und zwischen der Entwicklung von Lehr- und Lernprozessen. Und das eben nicht nur aus der Perspektive, dass wir einen Raum gestalten wollen, sondern eigentlich auch darüber hinaus, ähnlich wie Julius das gerade auch schon gesagt hatte, im Dialog mit unterschiedlichen Stakeholdern, mit der Hochschule. Warum ist das denn wichtig, wenn man sich anguckt, was systemisches Denken bedeutet? Systemisches Denken fokussiert unter anderem immer auch auf Entwicklungen und nicht auf Zustände, was wiederum auch die Verknüpfung ist zu diesem kontinuierlichen, zu dem Verständnis, dass wir eben uns an agiler Softwareentwicklung orientieren. Und wenn wir dieses systemische Denken und eine systemische Lernraumentwicklung in den Blick nehmen, dann behalten wir ganz automatisch immer im Hinterkopf, dass wir, wenn wir Räume gestalten, auch immer etwas dazu beitragen oder dazu beitragen können, dass wir die Transformation des Bildungssystems, die Transformation der Bildungsinstitution selber mit vorantreiben, mitgestalten können. Die Frage, wie werde ich konkret, finde ich, ist ein bisschen schwieriger bei Design a System. Ich habe mich aber mal daran versucht und würde an Julius auch wieder anschließen mit der These Embrace the Dialogue und würde das ergänzen um die Frage, worauf zielt denn dieser Dialog denn tatsächlich ab? Wenn wir ein Anforderungsmanagement oder Stakeholder-Management haben, das Szenarien in den Mittelpunkt stellt und wir immer wieder auch die Frage, wozu fragen, dann kann das helfen, dass wir in der Diskussion eben nicht immer wieder sehr lösungsorientiert oder sehr stark in den Lösungen denken mit, ich möchte hier gerne folgenden Tisch und der muss Rollen haben, ich brauche genug Steckdosen und 2 Bildschirme, sondern dass wir vielmehr dahin kommen, dass wir ein Narrativ eines Raumes entwickeln, dass wir ein Verständnis für den Raum als Ganzes, für die Wirkungen, für den Raum als System entwickeln. Das wäre jetzt zumindest eine erste Idee, wie man hier konkret werden kann und was mit System gemeint ist. Und auch hier haben wir jetzt wieder, Julius, kannst du die Abstimmung nochmal, auch hier haben wir nochmal einmal kurz die Abfrage, wie eigentlich die Sicht auf diese These ist. Unterstützen Sie Design a System, ja oder nein?
Ich glaube, es kommen nicht noch mehr Stimmen. Dann würde ich einfach direkt an dich weitergeben, Christoph, für noch eine These. Vielen Dank. Und damit schließe ich den Kreis zu dem Einstieg mit dem agilen Campus-Manifest, immer in der Veränderung zu sein, be in beta always. Was ist damit gemeint, dass wir uns nicht festhalten an den Sachen, die wir entwickelt haben oder einmal festgelegt haben, sondern in eine ständige Iteration gehen, hinterfragen, anpassen, zu schauen, ob das noch sinn- oder zeitgemäß ist, was wir anwenden, nach einer bestimmten Zeit der Evaluierung auch da wieder drauf zurückkommen, das auch auf den Raum anzuwenden und zu sagen, wir müssen jetzt nicht immer die finale Lösung haben für die Räume, die wir entwickeln, weil sich die Technologie auch das Bauen ändert und weil Sachen sich wahrscheinlich auch dann ersetzen lassen und wir den Raum für was anderes nutzen möchten. Also diese Mono-Nutzung von Räumen ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Warum das wichtig ist mit der Mono-Nutzung, müssen wir auch an Nachhaltigkeit denken, an Ressourcen öffnen, Räume zu teilen. Das ist auch Teil einer agilen Arbeitsweise, dass man schaut, okay, wir halten nicht jetzt an unseren Bedarfen oder auch an unseren Räumen fest, sondern öffnen sie und versuchen sie maximal zu nutzen oder zugänglich zu machen und auch die Interdisziplinarität zu fördern, dass wir auch nicht teure Technologie anschaffen, sondern agil bleiben, auch in den Raumentwicklungen und schauen, was kann man ersetzen, anders lösen und wie kann man das dann auch entwickeln. Ein Stück weit ist es auch als Entlastung gedacht für die Bau- und Planungsabteilung oder die Immobilienverwaltungen in Hochschulen, dass nicht alles immer bis ins Letzte geplant oder verausgabt werden muss, sondern dass man eine Unwägbarkeit, eine Fuzziness aufrechterhält, da aber gleichzeitig auch die Lehrenden, die Studierenden in die Pflicht nimmt, dass sie eine Verantwortung haben, nicht nur ihre Inhalte zu entwickeln, sondern auch sich um den Raum zu kümmern und ihn dann zu anpassen. Wie werde ich konkret? Das geht ganz einfach, dass man räumliche Missstände einfach anpackt und sich nicht damit begnügt, das in den, mit einer E-Mail dann anzuprangern oder zu formulieren, jemand müsste mal, sondern zu sagen, okay, da ist ein Raum, der nicht genutzt wird, wie können wir ihn jetzt kurzfristig umnutzen? Das sind Sachen, die seit ewig dort stehen, entrümpeln wir sie einfach mal. Wie können wir vielleicht einen Pop-up-Store machen oder ein Pop-up-Thema an der Universität entwickeln, an einer Hochschule und dann erstmal schauen, was passiert? Und das ist natürlich die Evaluierung, die man hat. Man probiert was aus. Das, was wir aus der Produktentwicklung, der Softwareentwicklung kennen mit einem Prototypen, kann man auch mit dem Raum machen. Nicht über die gesamte Fläche einer Hochschule, aber in Teilbereichen, in Zwischenräumen, in Räumen, die jetzt im kleinen Maßstab umsetzbar sind aus den eigenen Initiativen oder mit den eigenen Ressourcen. Und dann kommen wir auch wieder zu dem, was Julius am Anfang gesagt hat, embrace the dialogue. Das geht nicht ohne Kommunikation, dass man die wichtigen oder die nötigen Leute dann auch abholt, sie dafür inspiriert oder dann auch ihnen vermittelt, was aus einem Raum, aus einer Fläche werden könnte, wenn wir was entwickeln, dann aber gleichzeitig die Sicherheit zu geben, wenn es nicht passt, bauen wir es um oder passen es an, halten natürlich die Bedenken im Hinterkopf und riskieren keine Sicherheit, aber bringen eine Agilität, eine auch von uns getriebenen oder von den Lehrenden und Studierenden getriebene Agilität in die Campusentwicklung mit ein. Und auch hier zu dieser These, be in beta always, eine kleine Abstimmung, mit der wir fragen, ob sie integraler Bestandteil werden sollte der Lehrraumentwicklung oder nicht. Dann schließen wir die Abstimmung und kommen zum
Stand jetzt Gesamtüberblick unseres Agile Campus Manifests. Die drei vorgestellten Thesen sind drei von aktuell 7, die wir haben. Und sie sind jetzt nicht in einem linearen Prozess zu verstehen, sondern können auch unabhängig voneinander sich selbst unterstützend sein, dass wir mit Embrace the Dialogue anfangen, Bring Space in the Loop wichtig ist, dass wir Technologie nicht als unumstößlich oder als unbedingt einzusetzend betrachten, sondern man das hinterfragt, da auch wirklich im Hinblick auf die Fähigkeiten der Zukunft, die wir entwickeln wollen, wie werden sie durch Technologie verändert, gestärkt oder vielleicht auch behindert, dann auch das Ziel entwickeln, für welche Lehre möchte man stehen, welche Studierende möchte man entwickeln. Design System hatten wir vorgestellt und Christina hatte es angerissen, auch das Narrativ zu entwickeln, dann der Bezug auch zu Festival hier, Tales of Tomorrow, dass so ein Raumentwicklungsprozess auch ein Narrativ ist, dass man ein Narrativ entwickelt, wofür der Raum steht, wofür die Lehre steht und wie wir es sonst dann auch verstehen wollen. Julius, Christina, gerne von euch noch Ergänzungen zum Gesamtüberblick und vielleicht auch dann die Eröffnung jetzt zu Fragen oder auch zur Diskussion. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz für die Diskussion, wir hatten auch noch mal einmal generell eine kurze Abstimmung vorbereitet. Für uns ist das, was jetzt in diesem Manifest gemündet hat, in diesen 7 Thesen, das war tatsächlich ein sehr intensiver Diskussionsprozess, was eigentlich tatsächlich die Essenz dessen ist, was für uns die wichtige und die gute Erfahrung in diesem Prozess, den wir da gemeinsam durchlaufen haben, war. Und das waren eben genau diese 7 Thesen. Wir haben auch noch mal eine Abstimmung, ob dieser Gesamtansatz vielleicht auch etwas ist, was für die Lehrraumentwicklung relevant ist. Wollen wir die Abstimmung jetzt gleich machen oder wollen wir die ganz am Ende der Diskussion machen? Ich würde die zum Schluss machen. Es gab gerade im Chat schon eine Frage. Christoph, willst du direkt dazu was sagen? Ja, also die Pop-Up-Räume, also evaluierte Erfahrungen habe ich jetzt direkt nicht gemacht. Die gibt es an anderen Universitäten. Das wäre natürlich ein spannendes Forschungsprojekt, das zu machen. Wir haben an der TU München haben wir zumindest eine Studierendeninitiative, die ein Pop-Up-Café eingerichtet hat, das komplett von Studierenden betrieben wird, weil der Raum einfach nicht genutzt wurde. Das wird sehr gut angenommen. Das ist jetzt was für die Studierende, die das annehmen. Den Raum am Venture Lab Built Environment, den wir eingerichtet haben, der ist auch ein prototypischer Raum, den wir nach Nutzung immer verändern und schauen, wie er angenommen wird. Und das wäre natürlich auch Ziel, mit dem Manifest die Evaluierung mit anzustoßen. Wenn man solche Pop-Up-Räume macht, dass man dann auch immer eine kleine User-Survey oder eine Experience-Survey damit verbindet, was fanden Sie gut, was fanden Sie nicht gut, was hat Ihnen gefallen oder was können Sie nicht nutzen. Das ist nicht ganz trivial, weil die Menschen, Studierende wie Lehrende, sich auch an diese neuen Umgebungen, auch Arbeitsumgebungen, Lernumgebungen gewöhnen müssen. Wir haben oft, dass Studierende intuitiv sagen, sie möchten lieber einen abgeschlossenen Raum und dann konzentriert zu arbeiten und da noch nicht in Berührung kamen mit offenen Konzepten, aber das wäre tatsächlich ein Thema, das man gleich mit anstoßen könnte, wenn man so ein Pop-Up-Store oder ein Pop-Up-Café, Pop-Up-Bibliothek, Pop-Up-Coworking-Space dann einrichtet. Gibt es weitere Fragen, beziehungsweise möchte jemand in die Diskussion einsteigen, sodass wir ihn aufs Podium, Sie oder ihn dann aufs Podium bitten können? Wenn jemand sich an die Diskussion beteiligen möchte, bitte einfach nur die Hand heben. Also vielleicht noch das zu füllen, bis eine Hand sich hebt. Was wollen wir mit dem
Manifest erreichen. Wir möchten ein visuelles Artefakt schaffen, das wir teilen, möglichst viel, um einfach die Diskussion oder die Wahrnehmung für Raum und Leere zu stärken. Das ist jetzt nicht gedacht, dass es einfach eine Dokumentation ist und wir das dann bei uns lassen, sondern durchaus weiterentwickeln wollen und möglichst weit streuen möchten. Sogar oder in jedem Falle für Leute, die die Universität gestalten, in der Lehre, im Räumlichen oder auch jetzt vom Strategischen, dass das einfach eine kleine Anleitung ist, wie man dann in eine agile Campusentwicklung dann kommt. Und wir hatten auch in einem Treffen den Rücklauf, dass das sich auch sehr gut für Workshop-Formate als Anleitung eignen könnte, dass man das mit einzelnen Punkten im Workshop dann nutzen kann, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen oder dann an diesen Thesen zu arbeiten. Was bedeutet es, sich nicht auf Technologie einzulassen? Was bedeutet es, eine Geschichte oder ein Narrativ zu entwickeln? Momentan gibt es eine Frage im Chat. Ja, ich habe die Frage jetzt gerade gesehen. Also da könnte man jetzt auf diversen Ebenen antworten. Ne? Also wir haben natürlich aus diesen Workshops relativ viele gestalterische Fragen rausgezogen, die sich auf den Raum beziehen. Ich finde aber, dass eigentlich, was jetzt auch im Austausch mit den anderen, die in der Community of Practice tatsächlich sehr, sehr, sehr deutlich wurde und was wir auch versucht haben, jetzt mit diesem Manifest nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wenn man Lehr- und Lernräume gestalten will an den Hochschulen, dann landet man immer in den schwierigen Prozessen zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Mit Bauabteilungen, die ganz andere Vorstellungen davon haben, was Lehr- und Lernraumentwicklung sind, die sehr traditionell sehr fix sind, sehr klare Vorstellungen davon haben, wie ein Lernraum zu sein hat. Und eigentlich in diese Diskussion, wie verändern sich eigentlich Formate von Lehren und Lernen und wie wirkt sich das auf den Raum ein, wenig eingebunden sind. Also es gibt einige, die sind darin eingebunden, einige aber nicht. Das heißt, genau an dieser Prozessebene zu arbeiten und immer wieder im Sinne von Embrace the Dialogue auch auf die unterschiedlichen Einrichtungen zuzugehen und immer wieder deutlich zu machen, woran arbeiten wir denn eigentlich? Ja, natürlich arbeiten wir an einem Lehr- und Lernraum und natürlich arbeiten wir auch an einer zukunftsfähigen technischen Ausstattung. Aber wir arbeiten auch an einem Raum, der in 5 bis 10 Jahren vielleicht nochmal ganz anders aussehen kann und muss, weil er sich nochmal verändert, weil die Herausforderungen sich verändert haben, weil wir festgestellt haben, dass der Raum, so wie er geplant ist, eigentlich ganz anders aussehen muss. Und das bringt die Bauabteilungen ganz häufig in Bredouillen. Also da sind die irgendwie, das ist für die, wie mir jetzt auch zurückgemeldet wurde, ein neues Terrain. Das ist vielleicht eine dieser Ableitungen tatsächlich an dieser Stelle Richtung Bauabteilungen, Richtung andere Einheiten und auf einer organisatorischen Ebene Embrace the Dialogue. Ja, das ist eine Ableitung. Für den Raum selber weiß ich nicht genau, worauf die Frage abzielte, eher vielleicht auf Gestaltungsperspektive. Also da könnte ich vielleicht noch was ergänzen für den Raum selber, dass wir ihn möglichst nicht zu weit planen und das eigentlich eher Planungsthemen zurückgenommen werden und man erst mit wenigen Elementen schaut, wie sich das entwickelt, wahrgenommen, angenommen wird und dann entscheidet, was weiter mit dem Raum passiert. Also nur der Stand der Dinge ist, dass wir jetzt aktuell erstmal im Prinzip einen leeren Raum herrichten lassen, also quasi eine reversible Hülle und haben aus einer technischen Perspektive relativ klar definiert, dass wir eigentlich nichts definieren können, sondern dass wir eher ein Raster brauchen, dass wir natürlich genug Strom- und Datendosen brauchen und dass wir vor allem aber ausgerichtet sein müssen auf Veränderungen und auf Mobilität. Aus einer didaktischen Perspektive war ein großer Fokus darauf, dass Bewegung möglich sein muss. Das heißt, dass wir einen Raum brauchen, der Gruppenprozesse ermöglicht, der schnell
Also ein Zitat aus einem der Workshops war, wir brauchen einen Workshop-Raum oder einen Raum, der im Handumdrehen umgestaltet werden kann. Und was ich tatsächlich spannend in der Formulierung fand, wir brauchen, wenn wir Gruppenprozesse haben in Räumen, wir brauchen aber auch immer wieder die Möglichkeit des Rückzugs, wir brauchen die analogen Breakouts, das heißt diese Erfahrungen aus dem Arbeiten im Digitalen mit, wir haben Gruppenprozesse und aus den Gruppenprozessen zieht man sich einzeln zurück, um dann einzeln an Themen zu arbeiten in eine Breakout-Session, um dann wieder in ein Plenum zurückzukommen. Das war etwas, was viel diskutiert wurde und wir versuchen, das gestalterisch so einzufügen, dass wir einen Bereich haben, eher so amphitheatermäßig gestaltet, zumindest aktuell in dem Konzept, für Input und gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten. Und vielleicht würden wir jetzt, da wir gerade die Zeit auch gerissen haben, in die letzte Abstimmung gehen, bevor die Teilnehmer dann aus dem Format rausgehen, zum Gesamteindruck des Agile Campus Manifest, ist das sinnvoll, sollte es weiter getrieben werden, soll es in den Mittelpunkt der Lehrraumentwicklung stehen. Ja, wunderbar. Damit vielen Dank für die Rückmeldung. Vielen Dank, dass Sie am Freitagnachmittag noch ein bisschen Zeit mit uns verbracht haben. Wir freuen uns im Nachgang auch darüber, wenn Sie noch Gesprächsbedarf haben, wenn Sie wissen wollen, wie es weiter mit unseren Ansätzen geht, melden Sie sich gern. Wir sind alle drei gut erreichbar über die entsprechenden Webseiten und ansonsten bleibt uns nochmal bei Alexis für die Moderation zu bedanken und Ihnen dann ein schönes Wochenende und einen schönen Feierabend zu wünschen.